Hallo und herzlich willkommen zu SnowRunner. Ja, ich möchte euch heute mal ein Spiel vorstellen, was vermutlich nicht allzu viele von euch kennen werden. Ich habe es jetzt mal ein bisschen angespielt privat und ich muss sagen, ich bin bisher total begeistert. Gut, die Steuerung könnte ein bisschen besser sein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Ganze mit Maus und Tastatur versuche, weil mein Controller ja immer, naja, das tut, was er gerne möchte und nicht das, was ich gerne möchte. Deswegen, ihr könnt das Ganze übrigens auch im Koop spielen, das nur mal eben am Rande. Und wer das Spiel eventuell schon kennt, der darf sich darauf freuen. Wenn man nämlich ein neues Spiel beginnt, eine neue Kampagne jetzt in meinem Fall, dann, wie ihr seht, habt ihr 4 Plätze frei, um euch einen Platz auszusuchen, wo eben das gespeichert werden soll. Ich werde jetzt mal, da es ein Let's Play ist, das Ganze ans Ende setzen. Und ihr seht schon, besonders viel habe ich hier nicht gespielt. Ich habe nur mal, ja, ich sag mal, einen Teil vom Tutorial gespielt. Alles habe ich noch nicht mal gespielt. Willkommen in Michigan. Und ja, das wird jetzt die Männerherzen eventuell von euch höher schlagen lassen. Es geht um Autos, es geht um Dreck und es geht um ja, die Power der Autos. Und davon brauchen wir wirklich sehr, sehr viel, muss ich dazu sagen. Allerdings nicht im Sinne von ja, Sportwagen oder so, sondern genau das Gegenteil. Wir brauchen alles, was im Schlamm und im Schnee rumwühlen kann. Vielen Dank für deine Beteiligung an den Bergungs- und Wartungsarbeiten nach der verheerenden Flut. Bei der Reparatur der eingestürzten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. So, das heißt, hier unten steht dann, was wir machen sollen. Wir müssen als erstes einen Wachturm erreichen. Dann müssen wir einen Truck finden, der in der Nähe zu finden ist. Und dann müssen wir die Brücke reparieren, damit wir die erste Werkstatt aufsuchen können. So, unten links seht ihr, wie viel Benzin wir haben. Wir haben mit der Karre hier Allradantrieb, aber ja, ich weiß, das brauche ich mir jetzt nicht mehr alles vorzulesen. Mit M haben wir natürlich die Karte. Wir haben Allradantrieb, allerdings, wenn wir den benutzen, ist der Nachteil, dass wir mehr Benzin verbrauchen. So, und wenn wir jetzt die Karte benutzen, aktuelle Mission, ich weiß, wir können auch ranzoomen, im Moment noch nicht, weil noch nichts aufgedeckt worden ist. Wir können mit der rechten Maustaste Wegweiser sozusagen, also hier so eine Markierung legen. Wir können aber rauszoomen. Das schaffen wir schon. Und wir sind jetzt aktuell hier unten. Ich weiß ungefähr die Strecke, deswegen werde ich das mal eben rausnehmen. Und werde das jetzt hier erstmal bis hier markieren. Das solltet ihr dann auch tun, solltet ihr das selber spielen wollen. Ganz wichtig, Handbremse erst lösen und dann losfahren. Was ihr aber jetzt schon seht, der Wagen bricht sehr, sehr schnell aus. Also das ist was, was mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat, teilweise. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch eine Winde, mit der wir uns aus unwegsamen Situationen rausholen können, was wir hier vermutlich jetzt gleich machen müssen, vorausgesetzt, na doch, mit dem Allrad geht's noch. Wenn ich dieses blöde Ding hier mal wegmachen könnte. Mann, ich kenne doch die Tipps schon. Ihr geht mir nur gerade auf die Nerven, weil ich so nicht fahren kann, wenn ich nicht sehe. Die Steuerung ist sehr, sehr direkt, muss ich dazu sagen. Also wenn ihr einmal kurz nach rechts oder links klickt, in dem Fall, also wie gesagt, Maus und Tastatur spiele ich gerade, dann dreht sich der Wagen schon sofort in die Richtung und das ist zugegebenermaßen ein bisschen nervig. Deswegen darf man da entweder nicht zu viel Gas geben, damit der Wagen nicht komplett ausbricht, oder man muss halt wirklich so immer mal wieder so ein bisschen draufdrücken, dass der so ein bisschen, ja, die Richtung ändert. Also das nur als Tipp zum Fahren. So, jetzt können wir hier nochmal eben gucken. Ich meine, dass ich links gefahren bin tatsächlich. Genau, hier rechts ist nämlich der Bereich, wo wir die Brücke später reparieren müssen. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal eine Wegmarkierung so rum. Brauche ich jetzt eigentlich nicht, mache ich aber trotzdem mal. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ihr müsst auch aufpassen wegen dem Schaden. Also ihr dürft jetzt nicht irgendwo gegenknallen, weil sonst hat das Auto sehr schnell, finde ich, Schaden schon. Da braucht ihr gar nicht mal so mit Vollgas oder so gegengeknallt zu sein. Das ist schon, nimmt es schon ziemlich schnell an, wie ich finde. Lamba. Ah, okay. Hier rechts kann man also zum Holzfällerlager oder sowas gehen. Ja, die Markierung habe ich ja super gesetzt, ne? So voll ins Blaue rein. So, hier können wir theoretisch einfach durch die Dinger durchfahren.
Oder natürlich, es kommt wieder ein Hinweis. Gelände deuten. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen. Darunter Straßen, Sand, Schlamm, Tiefenschlamm, Wasser, rutschige Felsen, Schnee und Eis. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Geländetypen findest du im Escape-Menü. So. Jetzt dürfen wir hier aber endlich mal durch. Wir knallen hier einfach mal die Dinger vorsichtig weg. Nein, diese direkte Steuerung, die ist so für einen A-Punkt. So, ich hoffe, ich erwische jetzt den... Nein, ich habe natürlich nicht den richtigen Winkel erwischt. Natürlich. Natürlich. Komm, komm, komm. Da habe ich beim ersten Mal hatte ich keine Probleme, beim zweiten Mal hatte ich da ziemliche Probleme. Oh, ich hätte nicht... Ja, ich hätte nicht vom Gas gehen sollen. Ich weiß. Wir haben aber noch V. Da können wir nämlich hier klicken und daran festhalten. Drücke F, um die Winde zu aktivieren. So, zack. Wenn ich denn mal... Achso, ich muss erstmal wieder schließen. So. Mit F ziehe ich mich dann hier so ein bisschen raus. So. So, ich mache mal eben die Handbremse wieder rein. Winde lösen. R. So. Jetzt muss ich mich mal eben anders hinstellen. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder raus. Oh ja, komm, komm, das schaffst du. Das schaffst du. Du hast zwar kein gutes Auto, aber das schaffst du. Komm. Mit ein bisschen Allradantrieb geht alles. Jetzt muss ich mich nur wieder umstellen. Das ist manchmal ein bisschen blöd mit der Maus, wenn man das umstellen muss. Das ist wahrscheinlich auch einfacher mit Maus und Tastatur. Mit Gamepad. Hallo? Wo hänge ich jetzt hier? Hallo? Ja, kein Thema. Wieso fährt der jetzt hier nicht? Hä? Jetzt nicht wegen dem kleinen Backstein, oder? Okay, also einige Bugs scheinen es da doch noch zu geben. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber okay. Das hier ist eine Tankstelle, die wir jetzt entdeckt haben. Wir können jederzeit kostenlos auftanken. Das würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr da gerade in der Nähe seid. Dann auch nochmal eben aufzutanken. So, und hier rechts sehen wir den Wachturm. Das heißt, wir zoomen mal ein bisschen rein. Und machen uns den Weg jetzt hier so ein bisschen zum Wachturm. Da müsst ihr mal so ein bisschen klicken, weil sonst macht er den ganz blöd mit Luftlinie. Warum der jetzt hier gerade Radio anhat, verstehe ich auch nicht so ganz. Oder wo die Musik herkommt, keine Ahnung. So, komm, fahr. Ich versuche dann immer so ein bisschen... Oh, ja, komm, 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 komm. Schaffst du noch. Dann eben mit Allrad. Nein, nicht ins Wasser rein. Fahr, fahr, fahr. Okay. Also immer am besten, wenn man den Allradantrieb einmal drin hatte, dann auch recht schnell wieder ausschalten. Weil, wie gesagt, es fordert unheimlich viel Benzin. Und ihr seht schon, das ist nicht mein Fahrvermögen, sondern so fährt man wirklich in diesem Spiel. Es kann unter Umständen ein bisschen nervig sein. Also für die, die weniger, weniger Geduld haben, kann ich das Spiel jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber ich habe mich so darin verliebt. Das ist irgendwie so klasse gewesen, obwohl ich das Tutorial noch gar nicht beendet hatte, dass ich es euch unbedingt zeigen musste. Ja, ist ja okay. Könnt ihr mal die Klappe halten? Anscheinend nicht. Warum ist jetzt die Musik an? Ah, okay. Also, ich wollte es euch eigentlich vorlesen, aber irgendwie keine Ahnung, warum jetzt die Musik dauernd hier reingekommen ist. Das hier ist ein Wachturm. Da kann man dann auf C klicken, in meinem Fall. Und hat schon wieder die Musik drin. Ich verstehe echt nicht, woran das jetzt gerade liegt, aber egal. Und dieser Wachturm, der, wie ihr jetzt seht, hat so einen gewissen Bereich, den er dann auf der Karte offen legt, was übrigens sehr, sehr wichtig ist. Hier steht es auch, jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Der Nebel verdeckt wichtige Objekte wie Missionsziele, Upgrades und Fahrzeuge. Das heißt, in dem Fall seht ihr hier links zum Beispiel schon, da gibt es ein Upgrade, was wir uns rein theoretisch holen können. Das sind auch so Sachen, die ich schon gerne mit als erstes machen würde. Allerdings werde ich jetzt... erstmal die Brücke reparieren und halt hier das Tutorial machen. Dann können wir immer noch hin und her fahren und die Upgrades holen. Wobei ich mir nicht sicher bin, kann man sich das angucken, was das für ein Upgrade ist? Ja, zeigt mir jetzt leider nichts an. Da steht nur Upgrade. Steht leider nicht drin, welches.
Ja, Routenmarkierung, ich weiß, ich weiß. Eigentlich ist es anscheinend so gewollt, dass wir uns erst das Upgrade holen, obwohl eigentlich sollen wir uns erst einen Truck holen. Den brauchen wir aber wiederum für später. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit dem Upgrade. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Falls wir hier hochkommen, wäre vielleicht der Weg hier ganz gut. Ich glaube nicht, dass wir es hier schaffen. Oder wir kommen hier hoch und können dann da hochfahren. Ich bin mir nicht sicher. Also ich begebe mich jetzt hier wirklich auf ganz, ganz dünnen Eis, weil, wie gesagt, bis dahin war ich noch nicht. Also ich war schon weiter, habe das mit dem Truck gemacht, aber habe das mit dem Upgrade nicht geholt. Aber ich würde da schon ganz gerne hinfahren. Das heißt, wenn wir jetzt da rein müssen, die Strecke hier kenne ich jetzt nicht so direkt, aber die fahre ich jetzt trotzdem mal hoch. Dann gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie schaffen, dass wir hier so den Weg nehmen und dann hier hoch. Ich weiß es absolut nicht, wie das ist. Ich mache mal hier so rum. Keine Ahnung, wie das ist mit den Geländemöglichkeiten. Ich hoffe, es sind viele Bäume unterwegs. Sagen wir es mal so. Weil mit den Bäumen können wir uns dann natürlich dementsprechend wieder hochziehen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wo hat er denn? Achso, da will er rum. Okay. Wir versuchen es einfach mal. Also ich werde jetzt hier auch ins kalte Wasser gerade geworfen. Den Teil habe ich, wie gesagt, noch so gar nicht gemacht. Dieses Upgrade zu holen. Aber ich möchte es halt gerne mal. Ich versuche, wie gesagt, auch immer so ein bisschen. Oh, wo hängt er denn jetzt wieder fest? Mich hier veräppeln? Nur wegen dem Baum oder was? Ernsthaft? Oh, Alter. Kommst du nicht über einen umgeknickten Baum drum? Ach, na gut. Dann holen wir dich mal da raus. So, wenn die Winde hier, wenn diese ganzen Hinweise hier mal verschwinden würden, das wäre natürlich einfacher. So, mit F war das, ne? Komm, 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 zieh dich mal ein Stück raus. Ja, so ist gut, so ist gut. Winde lösen. Da. Und weiter geht's. Komm. Hopp, hopp. Hallo? Hast du die Winde jetzt gelöst? Ich hoffe. Komm, fahr, 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 fahr. Nicht stehen bleiben. Das ist auch was, was ich sehr schlimm finde, aber auch sehr schade irgendwo. Man darf nicht stehen bleiben. Also wenn man wirklich mit dem Wagen irgendwo stehen bleibt, an einer blöden Stelle oder ein bisschen zu wenig Gas gibt, sage ich mal, kann es sein, dass man sich direkt festgefahren hat. Also das ist, wie gesagt, es ist nicht für jedermann was. Aber ich finde es einfach richtig geil. Auch wenn ich zugegebenermaßen mich im Tutorial einmal festgefahren habe. Was natürlich nicht so schön war. So, er möchte links rum. Zack. Und dann müssen wir hier rechts gleich wieder hoch. Diese Straßen liebe ich am meisten. Das sind die befestigten Straßen. Aber von denen haben wir irgendwie am wenigsten, habe ich so das Gefühl. Oh, hier wird es aber schon ganz schön steil. Ich bin mir nicht sicher, aber normalerweise müsste man das ja hinkriegen. Ich meine, es ist das erste Upgrade, was man holen kann, in der Hoffnung, dass es für diesen Wagen überhaupt ist. Oh, bitte nicht da unten rum. Bitte nicht da runterfallen, ja? Das wäre ganz gut. Oh, ich glaube, ich habe hier einen Scheißweg ausgesucht. Oh, nein. Nein, 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 das schaffe ich doch nicht. Da komme ich doch nicht durch. Fuke! Moment, da muss ich noch mal gucken. Ah, ich hätte das aber auch vorher sehen müssen, ne? Oh, da müssen wir wahrscheinlich. Oder? Doch, hier kommen wir doch durch, oder? Müssen wir wahrscheinlich wirklich den Weg. Also, wenn ihr das wieder auflösen wollt, müsst ihr immer beim letzten Punkt Rechtsklick machen. Wenn er es denn annimmt. So. Ja, jetzt kann ich nichts sehen wegen der. So. Ah, ich hoffe, wir kommen jetzt hier noch mal raus. Ich hoffe es stark. So, dann nehmen wir den Weg. Wo habe ich denn gesagt? Hier oben rein, ne? Darum. Ich hoffe inständig, dass wir da durchkommen. Das sieht mir nämlich da auch irgendwie so ein bisschen komisch aus. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Oh, hier sieht es auch wieder so eng aus. Aber ich kann auch nicht von der Seite. Da komme ich gar nicht hoch. Aber das hier ist einfach zu eng. Wenn ich das jetzt auch noch mit dem Truck gemacht hätte, dann wäre es ja no natürlich noch schlimmer. Hier sieht es aber auch wahnsinnig eng aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Upgrade schon holen können. Bin ich ganz ehrlich.
Oder wir müssten hier so einen Weg. Aber da kommt man hier oben wieder nicht durch, ne? Hier ist das so schwarz irgendwie. Ich mache noch diesen einen Versuch. Sollte das dann nicht. Weil hier kommen wir nicht durch. Das, oder? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich so ein bisschen Blut. Oh, geleckt. Aber ich glaube, so komme ich jetzt gleich nicht mehr durch. Moment, Moment, Moment. Oh, fahr, 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 fahr. Komm, fahr, Junge. Fahr. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Ich glaube, jetzt habe ich es wirklich versaut. Ja, komm, komm. Fahr dir von mir aus deinen Spiegel ab, aber fahr da durch. Kannst du das? Du hast doch schon. Achso, der hat es gar nicht angenommen mit dem Allrad. Oh, okay. Ach, er schafft sogar. Er schafft es. Oh mein. Ja, cool. Ja, komm, 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 komm. Ja, dann. Da müssen wir nochmal alles wegmachen. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht. Nee, da macht er nämlich wieder woanders das. Oder kann man hier letzten Punkt löschen? Halten, Route entfernen. Ah, okay, das hatte ich jetzt auch noch nicht im Blick. Sehr geil, das wusste ich noch nicht. Also wenn man jetzt am PC mit Maus und Tastatur spielt, mittlere Maustaste gedrückt halten, dann kann man das Ganze auch entfernen. So, wir probieren jetzt einfach mal dieses Upgrade zu holen. Einfach vor allen Dingen. Also die Folgen könnten ein bisschen länger dauern, muss ich dazu sagen. Weil das ist, ja, wie gesagt, es ist nicht einfach, da durchzukommen. Komm, komm, komm. Ja, das schaffst du doch, komm. Das schaffst du ja wohl noch, die Strecke hier. Komm, jetzt fahr dich da ein bisschen raus. Los. Ja, weiter, weiter, weiter. Schaffst du, schaffst du. Spätestens mit Allrad schaffst du das auf jeden Fall. So. So. Kommen wir da jetzt hoch? Das ist jetzt die. Nein, ich hänge jetzt nicht irgendwo an so einem kleinen Stein oder so wieder, ne? Ich glaube, ich habe gerade einen Baum kaputt gestrottert. Okay, na gut. So geht's auch. Dann fahren wir mal hier hoch. Na, ich glaube, da brauche ich überall Allrad für. Kann das sein? Das ist so schief. So steil. Na, fahren wir darüber. Da ist es nicht ganz so. Ja, weiter, 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 weiter. Das schaffst du, Auto, das schaffst du. Zu dem Auto bin ich irgendwie netter als zu meinen. Meinen nenne ich öfter mal Dreckskarre, wenn die wieder nicht so will, wie ich will. Oh, jetzt kommt, das schaffen wir noch. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm schon. Oh ja. Uff. Okay. Upgrade erhalten. Ja, cool. Du kannst Upgrades in der Welt finden, die nicht unbedingt zu deinem aktuellen Fahrzeug passen. Sich aber für andere eignen können. Gefundene Upgrades bringen dir ein Gratis-Exemplar ein und schalten dich im Personalisierungsmenü frei. Sehr, sehr geil. Erhöht. Upgrade erhalten. Erhöhtes Federungsset. Perfekt geeignet für alte Straßen- und Offroad-Einsätze. Okay, Truckliste anzeigen. Verfügbar in dem, den ich jetzt gerade fahre, glaube ich, oder? Okay. So, steht zum Kauf zur Verfügung. Können wir aber noch nicht machen, weil wir müssen nämlich jetzt erstmal in die Werkstatt kommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rückwärts wieder zurückkomme. Obwohl eigentlich. Ach nee, wenn ich mich jetzt zurücksetzen würde, dann würde ich, glaube ich, wieder an dem Punkt auskommen, nehme ich mal an. Das ist natürlich auch doof. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich jetzt den Weg wieder zurück? Ich meine, zurück könnte man natürlich auch einen anderen Weg gehen. Naja, ich versuche es einfach mal, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier genauso einigermaßen durchsteuern kann, wie ich es eben schon gemacht habe. Weil dann müssen wir nämlich als nächstes, ich mach's mal bis hier, den Truck finden. Da müssen wir nämlich hier hin. So, jetzt habe ich nur keine Ahnung, wie ich jetzt hier rausfahre. Moment.
Wenn, dann muss ich nach links ein bisschen rausfahren, sonst kann ich nicht drehen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich dann da am besten. Also von mir aus nach rechts ist es dann, nicht nach links. So, Handbremse habe ich ja noch drin. Ja. Alles gut. Mehr oder weniger. Sollte aber passen, oder? Komm, fahr. Oh, komm, das schaffst du. Schaffst du. Schnell Allrad reingehauen. Theoretischerweise könnten wir hier auch abkürzen, wenn ich die Karre da nicht total Schrott habe. Ah, dann kommen wir hier unten, aber na. Obwohl, nee, da müssen wir da drüber fahren. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich da jetzt über die Steine drüber hau. Ich fahre mal lieber die Strecke. Ich fahre mal lieber auf Nummer sicher. Das ist, denke ich mal, besser. Aber man merkt schon wieder, was ich nicht verstehe, ein normaler Wagen wird so gar nicht reagieren. Also nicht so extrem, wie es jetzt hier halt eben dargestellt ist. Dieses Wegdriften teilweise, das ist schon. Es hört sich gerade an, als ob jetzt von oben hier irgendwie Steine runterkommen. Komm, komm, komm. Mit Allrad schaffst du das. Na los. Muss natürlich auch immer so ein bisschen drauf achten wegen dem Benzin, ne? Weil es bringt mir natürlich nichts, wenn ich das so schön schaffe. Und dann plötzlich da stehe und kein Benzin mehr habe. Na, komm, komm. Schaffst du, schaffst du. Einmal bis zum Hügel hoch, bitte. Passt doch. Also so rum war es ja jetzt nun richtig einfach. Im Vergleich zu eben. Aber ich habe echt zuerst gedacht, ne, da passen wir jetzt nicht durch. Das haben sie extra so gemacht, damit wir da nicht durchfahren können. Wir müssen den anderen Weg nehmen, habe ich gedacht. Aber es ging doch. Es ging vor allen Dingen wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Ah, da will ich jetzt nicht unbedingt durch abkürzen. Ich glaube, das sind auch Felsen gewesen, wenn man da durchfährt. Ah, nee, war eine Leitplanke, glaube ich. Oh, stell dich erstmal auf die Straße. Komm, 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 komm. Damit du jetzt nicht hier auch noch, ne, den Kladderadatsch. So, jetzt fahren wir hier wieder die Strecke zurück, die wir ja schon kennen. Da rein. Das können wir ein bisschen. Das könnt ihr dann mit gedrückter rechter Maustaste, könnt ihr das ein bisschen verschieben. Wie gesagt, ich kann es jetzt alles nur vom PC her aussagen. Ich kann es jetzt leider nicht sagen vom, wie das mit nicht Maus und Tastatur, wie es mit dem Controller ist. Ich muss aber mal eben gucken, was jetzt hier ist, ob ich jetzt zufällig ein Radio eingeschaltet habe oder irgendwas. Kleinen Moment. Ich kann leider nichts finden, wo ich die Geräusche mit ausstellen kann. Ich hoffe, es gibt dann keine lizenzrechtlichen Probleme. Aber wie gesagt, ich finde hier überhaupt nichts. Oh, Moment, wir mussten hier rein, oder? Oh, bremst doch mal, bremst doch mal. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Fahrübungsplatz da hinten. Genau, hier mussten wir rein. Oh ja, komm. Ich weiß auch nicht, warum das Ganze Snowrunner heißt. Es gibt ja noch eins, das heißt Mudrunner. Da geht es nur um Schlamm. Und irgendwie wühlen wir uns jetzt gerade nur durch den Schlamm durch. Aber soweit ich informiert bin, fängt das Ganze hier quasi im Schlammgebiet an. Wahrscheinlich, damit man sich erstmal so ein bisschen an das grausame Fahren insgesamt gewöhnen kann. Also für mich, der ja immer nur diese ganzen Racing-Cars und so gefahren ist, ist es schon eine richtige Umstellung. Ich hasse es, mit dem Auto langsam zu fahren. Bin ich ganz ehrlich. Aber es hat auch seinen gewissen Reiz, also in diesem Spiel. Deswegen wollte ich euch das unbedingt mal vorstellen. So, mal schauen. Moment, wir müssen jetzt hier durch, genau. Oh, und der bricht dann auch immer so viel aus und kriegt das dann meistens wieder nicht hin. Da muss man wieder Allrad anschmeißen. So, da hinten war der Wachturm, genau. Also es ist schon, wie gesagt, ein bisschen tricky. Man muss auf viele Sachen aufpassen. Und genau das finde ich persönlich allerdings auch gut, weil man dann nicht so 0850 nur am Fahren ist und eigentlich gar nichts macht, außer ein bisschen lenken, sondern weil man wirklich überlegen muss, was setze ich jetzt wo, wie ein. Dann muss ich ja darauf achten, dass ich noch genug Benzin habe, zum Beispiel, wenn ich ein Allrad einsetze oder ähnliches. Autsch, was war das gerade? Was war das? Gerade noch davon gesprochen und schon ist jetzt mein Auto im Arsch oder was? Hallo?
Du hast deinen Truck beschädigt. Öffne das Funktionsmenü V, um weitere Informationen zu erhalten. Okay, V muss ich gleich mal öffnen. Aber ich kann das jetzt nicht hier im Schlamm öffnen. Weil das ist nicht gut. Im Schlamm, wo ich nicht richtig wieder anfangen kann, das ist nicht gut, wenn man da dann mal eben kurz stehen bleibt. So. So, Moment. V. Schaden anzeigen mit X. Das Rad und der Tank. Wieso ist der Tank beschädigt? Hallo? Und die Federung anscheinend auch. Also wenn ich das richtig sehe. Ich denke mal, das muss sonst alles... Ach du Schande. Okay. Ich weiß aber nicht, wovon. Also ich bin ja jetzt... Ich bin noch nicht mal durch ein Gebüsch gefahren gerade, oder? Ganz ehrlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wovon der überhaupt beschädigt wurde. Oh, nein. Nimm die Kurve. Oje, oje. Okay. So, hier müssen wir mit im Blauen, glaube ich, drinstehen. So. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Option. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm vermeiden. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Fahrzeugen findest du im Escape-Menü. Es muss ich dazu sagen, er hat aber eine Seilwinde. Das heißt, wenn es nicht so extrem ist, kann man sich mit der Seilwinde auch noch ein bisschen rausholen. Ich sollte mal Allrad wieder ausmachen hier. Und ich muss jetzt, wie war das nochmal, mit V, genau, V drücken und dann Truck wechseln. Da muss man einmal hier drauf drücken und dann sitzen wir im nächsten Truck drin. Aufträge 1 von 6. Gut, es ist nicht der beste Truck für diesen Job, aber ein Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Kartenmenü. Ja, jetzt haben wir den Truck gewechselt und ich würde ehrlich gesagt auch wahnsinnig gerne mit euch weitermachen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir machen einfach die erste Folge ein bisschen länger als die anderen Folgen. Wenn wir jetzt hier auf die Karte gehen, öffne zuerst den Menüpunkt Aufträge. Das ist der hier oben. Also die anderen hoffe ich, dass ich die dann immer so eine halbe Stunde hinkriege, aber die erste machen wir jetzt mal in der Hoffnung, dass wir es noch schaffen, bis zur Werkstatt zu kommen. Renovierung der alten Brücke. So, und hier sieht man dann, man braucht Stahlträger und zweimal Holzplanken. Das wäre dann die Belohnung, wenn wir das alles gemacht haben. Ganz wichtig, unten immer auf Aktivieren drücken, damit der hier angezeigt wird, wo wir hin müssen und damit er das dann überhaupt auch registriert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ein kleiner Tipp von mir, was ich mir habe sagen lassen, immer alle Aufträge in der Nähe annehmen. Egal, ob das ein anderer Auftrag ist, immer annehmen. So, zusätzliche Markierungen sind aufgetaucht. Die in der Stadt verweist auf das Lagerhaus, wo du die angeforderte Fracht einsammeln sollst. Die Markierung unweit der kaputten Brücke verweist auf deinen Zielstandort. Lass uns einen Blick in das städtische Lager werfen. So, hier unten ist die Brücke, die wir reparieren müssen. Hier am Sägewerk holen wir uns das Holz her und da oben holen wir uns dann die Stahlträger her. Ich weiß nicht, ob es auch andersrum geht, aber ich mache... erst die, oder ich habe es ja nur einmal gemacht, ich habe erst die Stahlträger gemacht, vorsichtshalber, damit da nichts kaputt gehen kann. Ne? Damit man nicht irgendwie dann da ankommt und plötzlich sagt so, oh scheiße, ich hätte doch mal lieber das andere erstmal nehmen sollen. Das sind keine befestigten Straßen, aber bis zu einem gewissen Maß könnt ihr natürlich auch da drauf fahren. Ich mache mir jetzt mal den Weg hier ins Lager rein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier oben drauf klicken, aber er will irgendwie nicht da oben drauf. Jetzt will er da oben drauf klicken, wenn ich da nicht mehr hin will. Also ungefähr so. So, wie gesagt, die Markierungen sind nicht so hundertprozentig. Reparatur der Brücke. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann 2 Frachtslots transportieren. Wir müssen also die Materialien holen und sie zur Baustelle bringen. Wieder die Handbremse nicht vergessen, die ich jetzt gerade fast vergessen hätte. Und es wird dunkel, das ist ganz, ganz böse in diesem Spiel. So, wir fahren gleich direkt nach links. Ne? Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen mehr ausholen. Und einen Schlag. Hier, das ist ganz, ganz böse zu fahren. Also man merkt es ja jetzt auch schon. Nur es bleibt uns halt keine andere Wahl, weil wenn wir von hier wegkommen wollen, müssen wir halt eine Strecke nehmen, entweder rechts oder links, die so bescheiden ist. Gibt's halt keine andere Option für.
So, die wird dann hier schon ein bisschen schlimmer. Das heißt, immer versuchen, ein bisschen weiter links oder rechts zu halten, dass man nicht ganz so im Schlamm hängt. Jetzt versuche ich hier mal einmal quer durchzugehen. Nur man sieht es ja, er rattert dann so zur Seite immer weg. Aber er hat auch ein bisschen mehr Power. Also, ich sage, dieses direkte Einlenken, das ist unheimlich schwierig für mich zu fahren. Kann sein, dass es tatsächlich an Maus und Tastatur liegt. Ich habe mir aber auch sagen lassen von jemandem, der mit Controller gespielt hat, dass er wohl das gleiche Problem hat. Also, dass das ein sehr, sehr direktes Einschlagen ist. Ja, da sieht man jetzt hier nicht mehr so viel. Ich hoffe, wir sehen fürs Spiel, für die Aufnahme dann doch noch ein bisschen mehr. So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen langsamer um die Ecke fahren. Ja, ihr kennt mich. Ich bin immer noch Mrs. Bleifuß. Aber in diesem Spiel darf man da nicht immer so... Ja, muss man schon ein bisschen aufpassen. Man darf nicht zu viel Gas geben. Jetzt müssen wir hier links rein. So, ich hoffe, das funktioniert, wenn ich so rum hier drin stehe. Zack. Anhänger. Du kannst Anhänger, die du in der Wildnis findest, ankoppeln und je nach Bedarf verwenden. Anhänger werden über das Funktionenmenü angehangen. Sollte dies nicht möglich sein, kann es dafür mehrere Gründe haben, wie die Entfernung zum Anhänger, der Annäherungswinkel oder fehlende Ausrüstung. Um einen Anhänger anzukuppeln, musst du dich ihm mit dem Fahrzeugheck nähern. Sobald du nah genug dran bist, aktiviere das Menü, also V, und wähle was auch immer. Ich durfte es nicht mehr lesen. So, jetzt haben wir C gedrückt. Hier kann man dann auswählen, wo man die Fracht drauf haben will. Verladerampe, die wäre jetzt hier rechts. Oder auf dem Truck selber. Wir wollen natürlich auf dem Truck selber, also einmal laden. Steht zwar jetzt zu wenig Platz, aber ich glaube, das ist nur auf die zweite Fracht bezogen. Wir müssen nämlich dann zweimal leider hier hinfahren. So, dann gehen wir hier erstmal raus. Ich hoffe, ich kann das so einigermaßen sehen, wenn ich jetzt rückwärts fahre. Ja. Oh, 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 oh. Ja, hat keiner gesehen. Schild steht auch noch. Ja, wenn man halt nicht nach hinten gucken kann, weil man keinen... Achso, ich sollte mir vielleicht einen Weg machen. Wenn man keine Rückspiegel in dem Sinne hat, die man benutzen kann, dann ist das immer ein bisschen blöd. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal hier komplett... Hallo? Kannst du... Sag mal, wo ist er denn jetzt hier? Da habe ich nicht hingeklickt. So. Nein, ich will immer noch dahin, wo ich hingeklickt habe. Wieso geht der immer da hinten zur Tankstelle? Da will ich überhaupt nicht hin. Ich will dahin, wo ich hingeklickt habe. So. Geht doch. Dann kann ich hier mal eben auf die Tankstelle rauf und dann fahren wir, wo ist die Brücke, die ist da unten. Dann fahren wir hier das ganze Stück runter. Ich kann schon jetzt sagen, im Wasser wird es dann spaßig werden. Aber das sehen wir dann gleich. Wie gesagt, diese Folge wird dann ein bisschen länger werden. Ich denke mal, ich hoffe mal nicht über eine Stunde. Aber ihr seht dann halt auch entsprechend viel. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich da ein ganzes Let's Play von mache. Weil ich nicht weiß, wie regelmäßig ich das Ganze aufnehmen kann. Aber ich bin auf jeden Fall bisher noch sehr, sehr begeistert von diesem Spiel. Dementsprechend, ich wollte es euch auf jeden Fall vorstellen, sodass ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr das Spiel noch nicht kennen und euch vielleicht dafür interessieren, ja, dass ihr euch das vielleicht doch noch im Weihnachtsangebot bei Steam holt oder so. Habt ihr ja bald die Möglichkeit dann noch für, ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, gut, müssen wir jetzt nicht, aber machen wir jetzt trotzdem mal eben. So, mal kurz hier. So, tanken wir mal kurz auf. Ich bin zwar jetzt gerade am Zurückrollen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber egal. So, geht ja schnell. Und wie gesagt, es ist kostenlos, deswegen finde ich es gut. Dann könnten wir eigentlich immer zwischendurch so ein bisschen... Hier müssen wir ein bisschen aufpassen wegen dem Baum. Also das wird schon lustig hier gerade. Und dieser Wagen hat kein Allrad. Das finde ich persönlich sehr scheiße. Oh, hat sogar noch genau da durchgepasst. Sehr schön. So, mal ein bisschen von oben drauf gucken, weil sonst sehe ich nämlich nicht mehr, wo ich hinfahre. Und was ich sehr nervig finde, ist, dass es Nacht wird. Also, ja, das sieht man dann noch. So, Moment, Moment. Ich darf hier nicht zu schnell fahren, weil es macht richtig Schaden, wenn wir da rechts rankommen. Das war nämlich mein Problem, wo ich
beim privaten Testen mal aus Versehen rangekommen bin und dann richtig Schaden bekommen habe, weil es ist halt, ja, Beton, ne? Was da auf der Straße steht. So, Frachtverwaltung. Einmal entladen, bitte. Und ihr seht schon, die Brücke wird weitergebaut. Reparatur der Brücke 2. Achso, das ist dann 2 von 2. Ah, okay, okay. Wir brauchen nur einmal Metall, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich schaue zur Sicherheit nochmal eben bei den Aufgaben nach. Ja, ja, wir brauchen jetzt nur noch die 2 Holzplanken. Also müssen wir da auch gar nicht mehr hingehen. Also nicht mehr doppelt hingehen, meine ich jetzt. Um die zweite Ladung zu holen. Das heißt, wir können... Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt oben rumgefahren bin oder hier unten rum. Hier unten, glaube ich, bin ich noch nicht rumgefahren. Wir können es aber mal versuchen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Ich meine, mit dem Wasser, das wird wahrscheinlich, wenn dann eher schrecklich werden. Aber naja, gut. So, ja. Dann schauen wir mal. Ich muss natürlich auch erstmal drehen. Ich wollte gerade sagen, da komme ich doch noch rum. Ich sehe natürlich nicht unbedingt was, wenn ich da jetzt nicht direkt auf den Wagen drauf gucken kann. Nein, ich will nichts mit der Fracht machen. Ich finde es halt nur doof, wie gesagt, dass es jetzt so schnell dunkel ist. Ich wollte euch das auch so schön alles im Hellen zeigen. Da ich jetzt aber leider so viel Zeit dafür verwendet habe, oben dieses Update, dieses Upgrade zu holen, was ich, wie gesagt, im Privaten nicht geholt habe, da kannte ich mich jetzt so gar nicht aus. Ja, aber was ich auf jeden Fall mitnehmen wollte, weil es halt eben von dieser Karte ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist noch ein zweites irgendwo hier auf der Karte. Aber da werde ich jetzt noch nicht nachschauen. Ich möchte erstmal das Tutorial dann soweit fertig haben. Oh, Moment. Da müssen wir rein. Ich kann nur hoffen... Oh, wie war das nochmal? Ah ja, mit L. Mit L kann ich Licht anmachen. Sehr gut. Das hat mir das Spiel irgendwie erst gesagt, als es wirklich stockduster war in dem Moment. Oh, nein, nein, nein. Nicht vom Gas gehen, nicht vom Gas gehen. Aber auch keine Schlangenlinien fahren hier. Also es ist wirklich, ich hoffe, dass wir schnell Upgrades bekommen, womit wir dann besser fahren. Ach, das sind Wölfe. Das sind Wölfe. Jetzt habe ich das erste Mal gesehen. Sonst habe ich immer nur so leuchtende Augen gesehen. Im Dunkeln. Aber war komisch. Der Wolf war da und plötzlich war er weg. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber auch ein bisschen unheimlich. Vielleicht waren es ja auch Geisterwölfe. Man weiß es nicht. So, es tut mir leid, falls ich da einen Briefkasten hier gleich... Das ist gar kein Briefkasten, das ist ein Schild. Falls ich das hier gleich umniete. So. Wir sind gleich da, glaube ich. Ja, ja, das Sägewerk... Worauf wartest du noch? Bla bla. Das hat übrigens 3 Eingänge, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist eigentlich egal, wo ihr reinfahrt. Wobei, hier ist es jetzt natürlich perfekt gewesen, weil ich jetzt direkt hier drauf stehe. Was nicht unbedingt perfekt ist, wenn man sich den Untergrund ansieht. So, dann laden wir beide auf. Zack. Und dann müssen wir den Weg wieder zurückfahren. Den markiere ich mir. So, eigentlich, wenn ihr den Weg kennt, braucht ihr den natürlich nicht zu markieren. Ich würde wahrscheinlich auch den richtigen Weg wieder zurückfahren. Aber ich finde es halt eine geniale Funktion irgendwo. Und deswegen würde ich die jetzt auch gerne nutzen. So. Jetzt müssen wir hier mal schnell gucken. Ich glaube, da hinten käme man auch ganz normal raus, aber ich versuche es jetzt mal einfach mit Wänden hier. So, in der Hoffnung, dass nicht das passiert, was ich schon die ganze Zeit befürchte. Ne? Das ist halt das Einzige, was mir bisher aufgefallen ist, was das Spiel jetzt komplett kaputt machen würde. Aber man kann... Also das Spiel würde jetzt nicht aufhören, wenn man jetzt plötzlich irgendwo stecken bleibt und nicht weiterkommt, sondern man kann zurücksetzen. Das ist dann nur extremst nervig natürlich, weil man dann alles nochmal neu fahren muss, was man vorher schon gefahren ist. Ja, und da fahren wir jetzt wieder Schlangenlinien wegen der Steuerung und weil das halt so ein bisschen komisch von der Steuerung
Also von der Steuerung. Da ist er wieder, der Wolf. Vom Lenken, vom Einlenken her. So, das wollte ich jetzt damit sagen. Und weil der halt ziemlich komisch driftet. So, aber der federt auch irgendwie so komisch. Ne? Also welche Wagen in der Größe mit so einer Beladung dann auch noch würde so federn? Ich weiß es nicht. Es sei denn, man hat eine extrem komische Federung da drin. Dann vielleicht. Aber gibt es die, die so heftig ist? Ich weiß es nicht. Halt, halt. Oh, ich muss doch hin. Sag mir das doch einer. So. Sehr schön. Dann sind wir auch gleich an der Brücke. Muss ich nur hier vorne wieder aufpassen, dass ich wieder nicht dagegen fahre. Direkte Steuerung, sehr, sehr direkte Steuerung. Also wie gesagt, man darf nicht zu viel Gas geben teilweise. Und teilweise muss man aber auf dem Gas draufbleiben, wenn man sonst tatsächlich im Schlamm stecken bleibt. Also es ist, naja. Es ist ein bisschen nervenaufreibend, aber ich finde es trotzdem unheimlich geil irgendwie. So, einmal die Fracht bitte. Mitten im Dunkeln bauen wir hier eine Brücke. Ist das nicht genial? Wuhu, wir haben Rang 2 erreicht. Neuer Fahrerrang freigeschaltet. Sobald du genug Erfahrung gesammelt hast, erhältst du einen neuen Fahrerrang. Jeder neue Rang gewährt dir neue Optionen bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen und Zusatzteilen. Auch Missionen können bisweilen nur ab einem bestimmten Rang freigeschaltet werden. So, drücke F4. Ich weiß aber nicht, ob das dann links weg ist. Ich zeige das hier nochmal kurz. Renovierung der alten Brücke, was für ein toller Anblick. Wie in den guten alten Zeiten. Jetzt kannst du die Halbinsel verlassen und die Werkstatt erreichen. Sieh dich nach deinem nächsten Auftrag um. Und das ist halt das, was wir bekommen haben. 350 Erfahrungspunkte und 2100 Geld. So, das, das. Und dann klicken wir einmal auf F4. Das ist nämlich unser, ja, unser Profil. Da steht dann drin, wie viele Fahrzeuge wir im Besitz haben. Ich bin nur gerade ein bisschen verwundert, weil wir 4 haben, obwohl wir eigentlich nur 2 gefahren sind. Aber gut, lasse ich mal so stehen. Missionen beendet 3. Ja gut, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen komisch gezählt, denke ich mir mal. 2 Fahrzeuge gefunden. Ist nicht ganz richtig, weil mit dem einen sind wir schon gestartet, aber wahrscheinlich wird das dann als gefunden gezählt. Und Wachturm freigeschaltet 1 und Upgrade haben wir natürlich 1 gefunden. Und hier oben seht ihr dann auch nochmal, mach das mal weg hier, ich habe keine DLCs bisher gekauft, aber hier oben seht ihr nochmal, wo ihr alles sehen könnt. Michigan starten wir, später kann man nach Alaska. Wurde mir aber gesagt, auf gar keinen Fall unter Level 6 oder 8 mit dem Auto hin, mit dem Fahrer Level rüberfahren, weil das sonst wohl sehr schlecht wäre. Dann nach Taimir. Geht es hier noch weiter? Nö, das waren dann alle. Das sind jetzt alle die, wo ich anscheinend so im Grundspiel hinfahren kann. Die Brücke ist repariert. Gute Arbeit. Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Lass uns jetzt deine Werkstatt finden, die nun auf deiner Karte markiert ist. So, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar, mit dem Auto habe ich das versucht. Aber ich bin dann an einer speziellen Stelle hängen geblieben. Wir müssen hier auch ein bisschen rauszoomen. Hier vorne ist die Werkstatt, wo wir eigentlich hin müssen. Also das könnt ihr dann, wenn ihr so rauszoomt, seht ihr hier diesen ganzen Teil. Da ist so grob die Richtung, wo wir hin müssen. Es ist natürlich noch nicht alles aufgedeckt. Jetzt würde ich sagen, ich hole mir jetzt mal eben ganz schnell das andere Auto, tausche die beiden nochmal. Ich schneide es dann aber raus, weil ihr wisst ja, wie man da hinfährt. Und dann sehen wir uns gleich hier an der Brücke mit dem anderen Auto wieder. Und dann, ja, machen wir uns mal auf den Rest des Weges. Bis gleich. So, da sind wir nun wieder mit dem neuen Truck. Ich habe auch vorher noch mal ein bisschen getankt, vorsichtshalber, weil man weiß ja nie, man weiß ja auch nicht, wie oft man den Allradantrieb zum Beispiel ansetzen muss, um hier vernünftig weiterzukommen. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Da hinten steht Gas nach links, Garage nach rechts. Da müssen wir auf jeden Fall nach rechts fahren. Da gehe ich nochmal eben auf die Karte. Das heißt, wir fahren hier unten rum. Oh, jetzt hat er natürlich noch die anderen Ringe gespeichert, weil er es irgendwie nicht sauber gemacht hat. Keine Ahnung warum. Ich mache mal so grob den Plan erstmal bis nach hier. Das werden wir jetzt gleich noch ein paar Mal ändern.
wenn wir mehr wissen, worum wir fahren müssen. So, hier müssen wir auf jeden Fall so einen kleinen Linksknick folgen, das weiß ich noch. Da musste ich halt privat dann auch mal gucken, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Aber hier links ist auf jeden Fall richtig gewesen, das weiß ich noch. Hier liegt ein Baum mitten im Weg, wo der jetzt gerade ganz blöd drumherum gefahren ist, aber okay. Es hat noch soweit funktioniert. Oh nein, 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 komm. Nicht hier mittendrin absacken. Das haben wir jetzt so gar nicht gerne. Und schon gar nicht so relativ kurz, bevor wir dann auch wirklich in der Werkstatt sind. So, was mich halt nur wirklich sehr nervt, ist, dass das doch einen Unterschied macht, ob man halt mit Allrad fährt oder nicht. Also nicht das nervt mich, sondern dass das halt ja schon mehr Benzin halt eben fördert. Nicht fördert, sondern wegnimmt. Das meine ich damit. So, jetzt haben wir grob den... Ach, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, da steht einer. grob den Weg bis nach da. Aber ich weiß, gleich kommt wieder noch so eine ganz, ganz blöde Strecke. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es hier noch eine Abzweigung gab. Das ist erstmal so ein Stück nach links noch. Ich weiß auch nicht, warum der so komisch langsam fährt. Ich stehe ja in Automatikgang drin. Das heißt, der schaltet selber. Ich stelle mich mal hier und ich hoffe, das geht einigermaßen. Das ist nur zu irgendeiner Ranch rüber. Das heißt, wir müssen hier... Also, das ist, weil ich da reingeklickt habe. Wir müssen hier auf jeden Fall erstmal noch so weiter und dann ungefähr so rumfahren. Weil zu der Ranch wollen wir jetzt natürlich nicht. Sondern wir wollen beim Zielort, sprich bei der Garage, also der Werkstatt, dann noch ankommen. Hier rechts ist irgendwie gerade ein Busch gewachsen. Das sah jetzt gerade total seltsam aus. Aber gut, okay. Hier wachsen die Steine irgendwie größer. Wenn mir das hilft, dass ich besser durchkomme. Hier ist auch wieder ein Busch gewachsen gerade. Wenn mir das irgendwie hilft, ist das natürlich super. Ist das jetzt Wasser oder ist das jetzt... Man kann es nicht so genau... Ja doch, das ist glaube ich Wasser. Das heißt, wir gucken, dass wir... Och, er will es wieder nicht komplett wegmachen. Dass wir hier oben rüberkommen. Ich weiß auch, dass ich hier oben irgendwo... Obwohl, das ist eine ganz dünne Straße. Aber ich meine, ich bin... Nee, ich meine, ich bin da nicht rumgekommen, weil ich festgehangen hatte. Dann fahren wir vielleicht doch mal lieber hier so diese Straße entlang. Wir versuchen es einfach mal. Das sieht zwar jetzt hier ganz mies nach Wasser aus... Das ist auch Wasser, ne? Nee, 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 da machen wir es doch lieber nicht. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist, deswegen... Nee, da machen wir es nicht. Dann fahren wir tatsächlich hier durch. Obwohl ich eigentlich meine, dass ich darum jetzt nicht so gut durchgekommen bin. Aber naja, bleibt uns wohl wahrscheinlich nichts anderes übrig, weil da hinten das Wasser... Ich traue dem Braten nicht so richtig. Hier bin ich auf jeden Fall... Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen, mit dem Großen nämlich hängen geblieben. Und deswegen habe ich jetzt auch direkt gewechselt. Ach, es ist jetzt wieder tagsüber. Das ist sehr schön. Deswegen habe ich jetzt auch direkt gewechselt hier auf den hier. Weil der hat halt auch diesen Allradantrieb und der kann uns manchmal wirklich teilweise echt das Leben retten. Gut, hier ist es jetzt sehr matschig. Hier kommen wir jetzt so nicht wirklich durch. Da, 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 bleib stehen, Upgrade, erhöht, für aktuellen Truck nicht verfügbar, natürlich, erhöhtes Federungsset, perfekt geeignet für alle Straßen- und Offroad-Einsätze, also das gleiche, was wir zuletzt schon hatten, ist wahrscheinlich für den anderen, den wir jetzt hatten, ich bin mir nicht sicher, wie der jetzt hieß, okay, perfekt. Dann, ich glaube, wir sollten vielleicht doch noch mal kurz zurücksetzen. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu kriminell gerade hier. Ja. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So ist gut. So, ich habe, rasier von mir aus die Büsche weg. Ist mir egal, Hauptsache du kommst am Zielort an.
Gibt es hier eine Straße, die hier runterführt? Oder muss ich da jetzt komplett durch den Matsch durch? Das sieht man nämlich ganz danach aus, als ob ich komplett durch den Matsch durch muss. Ah, komm schon, du schaffst das, du schaffst das. Oh, mein Auto sieht ja aus. Es ist so schrecklich hier. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Komm schon, du schaffst das. Ich sehe da hinten schon unser Ziel. Wenn ich nochmal Allrad reinhauen muss, dann ist mir das scheißegal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach nee, hier war das mit den drei Eingängen. Ach ja. Ich habe mich da total vertan vorhin beim Sägewerk. Ja, wir sind am Zielort angekommen. Wir haben die Werkstatt entdeckt. Was er auch gerade hier sagt. Du hast deine erste Werkstatt entdeckt. Was du bisher gemeistert hast, bildet den Kern des Spiels. Regionen erkunden, Wachtürme entdecken, Aufträge erfüllen, um Belohnungen zu erhalten, Werkstätten finden, um Fahrzeuge zu optimieren oder neue zu kaufen. Also geh hinein. Juhu, juhu, juhu. Rechts ist auch noch ein Truck, habe ich gerade gesehen. So, begib dich zur Werkstatt. In deiner Werkstatt kannst du deinen Truck in ein wahres Monster verwandeln. Die hiesigen Sümpfe werden zu deinem neuen Revier. Sobald du bereit bist, nimm einen Auftrag an und stürze dich ins Abenteuer. Ja, und da hinten, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das bedeutet, ob ich da ein Upgrade machen kann. Oder ob ich da nur den Wagen wechseln kann. Ich bin, och, der sieht aber auch aus. Hier, es ist ja schlimm. Ich mach mal eben das Licht hier wieder aus. Es ist trotzdem schlimm, schlimm, schlimm. Ja, aber bevor wir jetzt in die Werkstatt reingehen, würde ich sagen, das sparen wir uns tatsächlich für die nächste Folge auf. Mir war nur wichtig, dass ich in der ersten Folge komplett bis nach hier komme. Und wir haben auch schon einiges hier wieder gefunden. Ihr seht schon, wir müssten jetzt hier mal die Wachtürme so ein bisschen abfahren, damit wir das Ganze so ein bisschen freier legen können. Und dann können wir auch mal gucken, wo wir die ganzen Upgrades und so finden. Aber wie gesagt, ich wollte euch das Spiel mal ein bisschen vorstellen. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch so ein, zwei Folgen machen werden, die wir dann aber auch wieder ein bisschen länger machen werden, damit man das Ganze halt besser vorstellen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr bisher das Spiel so findet. Ob ihr denkt, ob das was für euch wäre. Ob ihr gerne mehr davon sehen würdet. Und ja, alles, was euch so einfällt zu diesem Spiel. Ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.